Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Let's Play Jurassic World Evolution. Ja, wir haben in der letzten Folge die Einbahn gebaut von hier vorne vom Haupteingang bis, wir fahren es mal ab, da kommt sie bis hier hinten zu einem neuen Gehege, in dem wir in dieser Folge mit Sicherheit den T-Rex ausbrüten werden und einsetzen. Ich bin sehr, sehr gespannt, ich freue mich drauf, Leute. Wir haben auch eben Fossilien bekommen und werden uns darum kümmern. So, der T-Rex ist bei 91%. Das bedeutet, wir werden ihn sehr schnell dann fertig bekommen. Vor allem, wenn wir einen Dreier und einen Zweier bekommen. Sehr gut. Was machen wir in dem Gehege dort hinten? Ich würde sagen, wir könnten hier wieder ein bisschen Mammutbäume pflanzen. Und zwar mal richtig viele. Mal schauen, wie der T-Rex das dann findet. Auf jeden Fall gibt es hier aber eine Lebendfutterstation mit einer Ziege. Das ist ja klar beim T-Rex, oder? Zack, wir wollten hier vielleicht auch noch ein paar Velociraptoren reinbauen. Mal gucken, wie sie zurechtkommen mit dem T-Rex. Ob der T-Rex sie zerfleischt oder vielleicht sogar die Velociraptoren den T-Rex. Wer weiß. Aber mal gucken, wie die sich gesellschaftlich zusammen machen. Falls das dann zu klein sein sollte, werden wir hier weiterbauen und einen Turm hier hinbauen. Aber erstmal schauen, wie das wird. Und wir können hier jetzt mal gestalten. Und wir haben gesagt, wir hauen damals mal richtig Mammutbäume rein. Und ich bin sehr gespannt, ob die Bäume, die Mammutbäume dann auch wirklich zu dem Baumbestand zählt, der für die Zufriedenheit der Tiere verantwortlich ist. Ich glaube schon, aber das werden wir auf jeden Fall beim T-Rex dann sehen. So, dann brauchen wir, machen wir schon richtig, Wasser. Und zwar würde ich sagen, bauen wir das Wasser hier hinten. So, machen da noch vielleicht ein Tröpfli. Nein, dürfen wir nicht. Schade. Okay, genau. So, und dann gucken wir mal, was passiert, wenn wir jetzt die Mammutbäume die Erde anheben, ob es die mit hochzieht. Na, das ist auch interessant, dass es dann um die Mammutbäume herum so einen Krater gibt. Bisschen erhöhen hier die ganze Sache. Dass wir so einen kleinen Berg hier auch drin haben vielleicht. So, und da noch ein bisschen. Hier oben. So. Dann bauen wir aber noch ein Wasserloch hier drüben vielleicht. Genau so. Ja, das sieht doch gut aus. Jetzt, glaube ich, kriegen wir den T-Rex fertig, oder? Dreier, vielleicht, vielleicht klappt's. Da haben wir nochmal eine goldene bekommen für den Toro. Richtig nice. Halt, falsch. Da machen wir Landschaft, weitere Mammutbäume, vielleicht ein paar kleine. Vollstellen damit das ganze Gehege. Der T-Rex ist vollständig, Leute. Ich gehe gleich los und brühe uns beiden aus. Rüber zur anderen Seite der Insel. Und wir brüten uns einen T-Rex aus. Wo ist er denn? Da oben? Ne, das ist der Cerato. Da ist der Tyrannosaurus Rex, Leute. Wir können ihn schon gleich färben. Was machen wir denn? Machen wir mal Alpin. Alpin passt gut. Ist ja ein bisschen bergig mit den ganzen Mammutbäumen. Könnte das richtig nice ausschauen. Ein bisschen Kampfkraft noch hoch. Jawohl. Vielleicht noch ein bisschen davon und wir kommen. Ah, das ist aber. Da kommen wir. Das können wir machen. Da geht die Lebensfähigkeit stark runter. Das machen wir noch.
Dann sind wir bei 42%. Ich will auf jeden Fall, dass der was wird, weil der kostet nämlich eine ganze Stange Geld, ne? Und wisst ihr was? Wollen wir uns gleich zwei ausbrüten? Ja, brüten wir uns gleich zwei aus, komm. Und machen das andere Muster noch. So. Und der hat dann eine Lebenserwartung von 42. Passt auch, wunderbar. Wir brüten uns zwei T-Rex aus. So, jetzt stellt sich die Frage, wo machen wir weiter? Den auf 100% ist doch eine gute Idee. Und den Toro, genau. Ah, jetzt können wir die verkaufen. Das bringt auch richtig Schotter wieder. Spitzenmäßig. Ist alles gut im Park. Auf jeden Fall. Schaut euch das mal an, wie hier der Besatz ist. Das ist ja richtig übel. Hier könnt ihr auch noch mehr rein. Das ist so super. Und auch wie sich zusammen die Langhälse hier, dann die Maya hier, die Gaio hier unten, dann die Paras. Das ist super. Der schaut so spitze aus. Haben wir gut gemacht. Jetzt hat es gerade ein bisschen geruckelt. Hier ist eine neue Sicherheitsmission. Interessiert? Erlauben Sie einem Triceratops, einen Baryonyx im Kampf zu töten. Bist du noch richtig? Nee, machen wir nicht. Yeah, Mammutbäume. Mal richtig vollstellen, das ganze Gelände hier. Da ist noch ein blaues irgendwo. Da geht's. Zack. Dann einen noch. Hier hin, einen da hinten hin. Ich weiß nicht, ob es in der Aufnahme auch so ist, aber ich habe gerade ein paar miese Ruckler drin. Ich hoffe, das geht in der Aufnahme. So, was sagt ihr? Sieht doch ganz witzig aus, oder? So, der Boden noch ein bisschen gestaltet. Und zwar mit natürlich so Graslandzeugs ein bisschen. Hier und da. So, hier vielleicht. Genau. Da oben auf diesem Plateau. Da hinten. Da sieht man den Boden dann auch viel besser, wenn da nur so Mammutbäume stehen. So, hier vorne noch. Ah, Fossilien. Sehr gut. Beide angekommen. Dann machen wir hier weiter. Kein Strom. Was ist los? Haben wir einen Stromausfall bekommen oder wie? Hopp, verdammt. Jo, wir haben den Stromausfall. Den ersten, glaube ich, so wirklich. Kommt auf die Liste. Aber das geht ja fix, weil die Ranger-Teams ja direkt daneben sind, wenn er denn aus der Parklücke kommt. Ah, ihr seid schon nicht ganz richtig. Was fahrt ihr zusammen? Übernehme das Steuer. Wie weit ist der T-Rex? Über der Hälfte. Nice. Und hier sind wir ja dabei, mal einen ganz anderen Gehege-Style auszuprobieren. Und boah, können wir auf jeden Fall wieder klassischen Sumpf hier machen. So, sieht es doch ganz nett aus. Jetzt machen wir noch ein bisschen Klippe hier. Wie sieht denn das aus? Das ist ja so trockenes Strauchwerk. So. Dann färben wir hier noch ein bisschen. Ach, können wir nicht wirklich. Ah, Leute, die Ruckler werden gerade ziemlich arg. Hier hinten können wir. Ich
Vielleicht wegen den Mammutbäumen haben wir es nicht machen können. Aber hier gibt es ja auch trotz Mammutbäume. Wisst ihr was? Wir fahren jetzt einfach mal straight drüber und gucken, wo es passiert. Hier vorne, das gefällt mir nicht. Das machen wir wieder weg. T-Rex, es gibt Geld. Ah, die Zeit ist auch zu Ende. Dann müssen wir hier weitermachen und da auch. Na, ich weiß nicht, so vorne an der Beobachtungsstation gefällt mir da das Steinige auf keinen Fall. Da machen wir lieber ein bisschen von dem Zeug hin, dass das ein bisschen gewetzter aussieht. So. Vielleicht noch ein bisschen kleiner. Hier oben um den See. Da vielleicht noch ein bisschen. Und noch ein paar Steine, wenn es passt. Wenn es reinpasst. Oh Leute, die T-Rex sind fertig. Ich habe noch mal ein bisschen davon geschaffen. Das finde ich gut. Großen Felsen Soda. Na, was sagt ihr? Sieht doch auch ganz gut aus, oder? Wir holen uns die T-Rex und dann bin ich sehr gespannt, ob das funktioniert. Der Tyrannosaurus Rex und wir geben uns die Katze. Komm, tu es! Tu es! Tu es! Ja! Das bekannte Geräusch! Super! Richtig Anna, nice! Die Königsechse. Die Königsechse. Der Tyrannosaurus Rex. Liebling der Romanautoren der Jahrhundertwende und der Kinder dieser Welt. Und warum? Weil er für all das steht, was wir an der Vergangenheit fürchten. Das, wovon wir glauben, es erobert zu haben, obwohl es schon nicht mehr existierte, bevor die Menschheit auch nur das Affenstadium erreicht hatte. Oh, hier haben wir nochmal eine dunkle Färbung. Bis jetzt. Bis zu Ihnen. Yes. Ah, und der schaut auch super aus hier, der Saurier. Das ist richtig schön dunkel. Wir betäuben auch. Füge Aufgabe hinzu. Und wir geben jetzt einfach mal Namen. Sie haben kürzlich gute Arbeit geleistet. Wie nennen wir? Das ist eine Sie und wir nennen sie Bärbel. Bärbel. So, das ist die Bärbel. Und er hier ist der. Wie nennen wir ihn?
Der Hupsi. Er ist der Hupsi, so als er. Bärbel und Hupsi, das passt doch sehr gut. Wir fliegen rüber und ich bin sehr gespannt. Wie gesagt, ob das da drüben funktioniert oder nicht. Zum Einsammeln des Produkts unterwegs. Der Weg ist auf jeden Fall enorm lang, um den rüber zu fliegen. Aber das wird schon gehen. Na, wo sind wir denn daheim? Da. Hole Produkt ab. Ja, was für ein Tag, Leute, na? T-Rex im neuen Gehege. Richtig nice. Tolle Sache. Produkt wurde eingesammelt. Was? Wir haben einen toten Dinosaurier. Wo denn? Och nö, an Altersschwäche. Das Eisauge ist an Altersschwäche gestorben, Leute. Hm. Wir transportieren ab und sagen, war schön. Produkttransport wird durchgeführt. Und lassen uns gleich einen neuen Eisauge raus. Wo sind wir denn daheim? Da unten? Nee, das ist Faldasa. Können wir was machen noch? Vielleicht nochmal hier so Steppmuster. Wir können auf jeden Fall wieder mehr rausholen aus dem Saurier. Wunderbar. Ah, das dauert, bis die da sind. Da kommen sie. Da hängen sie in den Seilen. Hier ist irgendwie sehr wenig los. Sind die alle auf der anderen Seite? Nö. Hm. Warum sind hier nur so wenige, wenn da sogar die Einbahn steht? Im Allgemeinen nicht so viele Besucher hier. Es wird wahrscheinlich mal Zeit, ein Hotel zu bauen. Wo könnten wir das hinstellen? Es würde sich natürlich hier anbieten, ein Hotel zu bauen, oder aber auch hier. Ich würde sagen, wir bauen es jetzt gleich mal erst hier eins hin. Genau, das machen wir. Bauen wir hier eins hin und hier bauen wir dann noch ein kleines Gehege und hauen da auch noch irgendwelche Saurier rein. Das wird gut. Ein Hotel. Entweder so hin oder so. Ich glaube, so ist cool. Das machen wir direkt an die Straße, direkt ran hier so. So. Das gibt auf jeden Fall Gästezufriedenheit und da kommen sie, unsere beiden Dinos, beiden Tyrannosaurus Rex, Leute. Freue mich. Einiges erreicht schon. Bärbel abgesetzt. Produkt wurde transportiert. Und
Bärbel hat Wald, die Bäume zählen zu Wald, Gras ist ein bisschen wenig, wir müssen ein bisschen Wald wegnehmen, aber dann ist gut. So machen wir das, hab ich recht? Ah, oder passt das mit dem Grasland vielleicht? Aber wir warten mal ab. Auf jeden Fall kann der Tyrannosaurus... Oha! Oha! Oh oh! Das wird... Na, schauen wir mal, wer wen zerlegt. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Naja, gucken wir mal, wer wen zerlegt, ne? Passiert's gleich, oder? Hupsi und Bärbel streifen sie beide umher. Haben sie sich schon entdeckt? Also, haben sie sich schon gesehen? Man weiß es ja nicht. Jawohl. Aber der Hupsi-Lärm. Wir sind gespannt, was passieren wird. Und ja, wie schaut's aus? Park überfüllt zu 100%. Ja, wir brauchen gleich das nächste Hotel, würde ich sagen. Dann wird es vielleicht auch gleich Zeit, das hier anständig zu bauen. Wie verläuft denn die Straße hier? An und für sich verläuft die ja auch ziemlich gut, ne? Ist hier auch wirklich kerzengerade? Ich glaube, hier macht es einen Knick. Warnung, Sabotage im Gang. Oh, Leute, was ist hier los? Die Bäume. Kraftwerke sabotiert. Energieprobleme führen zu schlimmen Dingen. Das wollen wir vermeiden. Also, wie wär's, wenn sie einfach ihre Gebäude mit dem nötigen Strom versorgen würden? Von welchen Energieproblemen redest du? Oh oh. Oh oh. Oha. Unterwegs zur Reparatur. Oh oh. Diese Gelegenheit ist gut und könnte der Unterhaltungsabteilung helfen. Oh oh. Kommt schon. Lasst's krachen. Einer muss weg. So hart es klingt, aber einer muss weg. Ah! Da beißt Bärbel Hupsi ziemlich arg. Die Ziege kann's kaum fassen, was hier passiert. Sie schlägt zurück. Bärbel sagt die Meinung. Bärbel trifft Hupsi ziemlich hart. Hupsi ist im roten Bereich. Gefällt ihm überhaupt nicht. Kommt ihr zwei, bringt's zu Ende. Einer von euch muss gehen. So hart es klingt, aber einer muss gehen. Der Ranger kommt im Hintergrund angedüst, um den Zaun zu reparieren. Und damit greift Hupsi wieder an und beißt Bärbel ziemlich heftig. Bärbel sieht sehr mitgenommen aus, Hupsi aber nicht. Nicht anders. Und Bärbel sucht das Weite und versucht damit, dem Schlimmsten zu entgehen. Soweit so gut. Hupsi geht aber hinterher. Lässt sie nicht aus den Augen, Bärbel.
Bärbel stirbt. Steht auf jeden Fall da. Geborgenheit ist runter. Gesundheit ist 29, geht aber 28. Bärbel wird sterben. Hupsi, geht es nicht so gut. Wir können ihn jetzt aber auch nicht heilen. Was, das wäre unfair, wenn wir da eingreifen. Das Risiko besteht, dass sie beide sterben werden. Aber das müssen wir jetzt einfach eingehen. Hupsi hat ein bisschen mehr Gesundheit als Bärbel. Ah, ich glaube, einen neuerlichen Angriff wird Bärbel oder auch Hupsi nicht wirklich überleben. Wir halten das mal. Wir halten das mal im Auge, was da geschieht. So. Jetzt bauen wir noch ein weiteres Hotel. Das versuchen wir mal hier oben reinzusetzen noch. Oder vielleicht auch hier unten, aber das wäre jetzt ein bisschen zu gefährlich. Aber wenn wir es hier oben reinsetzen, dann gehen weniger Leute hier runter. Und hier müsste ich aber die Straße verbessern. Und irgendwie ist ja noch nicht ganz klar, wie wir das hier ausbauen wollen. Es gibt ja dieses große, runde Gebäude, das wir schon gesehen haben. Das will ich hier irgendwo hinbauen. Aber ob das hier mit der Straße so passt, das weiß ich einfach noch nicht. Ich würde sagen, wir bauen hier provisorisch ein Hotel hin. Einfach, wenn das denn funktioniert. Ja, natürlich funktioniert es nicht bei unserem Glück, ne? Ah, logisch. Pech gehabt haben wir. Da passt es auch erst hier drüben hin. Das ist mir viel zu weit weg. Daher bauen wir das tatsächlich doch vielleicht hier oben rein. Da würde es eventuell hinbauen, hinpassen, wenn wir da die Straße wegreißen. So. Und dann passt es auch hin. Ist auch ein ganz netter Blick dann ins Gehege. Die Straße bleibt sowieso hier, deswegen bauen wir das, richten wir das Gebäude ein bisschen an eher aus. So passt's. Und setzen das Gebäude so, dass wir dann den Weg auch schön bauen können. So hier hin. Hoffen, dass es noch im Stromkreislauf mit irgendwo dabei ist. Vielleicht. Ja, vielleicht passt es da noch mit rein. Mal sehen. Lasst uns mal rüber gucken, was da so passiert. Ob jetzt Bärbel ihren Verletzungen erliegen wird. Ja, Bärbel geht es gar nicht gut. Hupsi greift den Zaun an. Hupsi ist richtig stinkig. Ja, rennt halt rein. Das ist auf jeden Fall die beste Idee. Hupsi ist ausgebrochen, bedroht. Bedroht Besucher. Das bedeutet, wir holen am besten gleich mal den Helikopter. Verstanden. Und betäuben Hupsi und heilen ihn. Aufgabe erhalten. Bestätigt. Heilen Bärbel, betäuben Bärbel und wir bauen ein zweites T-Rex-Gelände. Das muss jetzt einfach sein, Leute. Und zwar bauen wir das einfach mal ganz fix hier unten hin. Da geben wir uns jetzt auch nicht viel Mühe. So, dann stöpseln wir einfach ganz fix eins hin. Das geht zwar einfach nicht weiter. Müsst ihr verstehen. Sie haben Besucher und Tiere einem Risiko ausgesetzt. Nicht gut. Gar nicht gut. Ja, ist gut. Wir wissen.
Geht auch gerade alles vor die Hunde. Bärbel stirbt. Hupsi geht aggressiv hier unten ab und frisst eine nach den anderen. Und ja. Kümmere mich um Futterstation. Füge Aufgabe hinzu. Nachschub ist unterwegs. Verstanden. Bestätige Nachschubanfrage für Futterstation. Strom ist auch ausgefallen, warum auch immer. Wir holen uns Hupsi und hoffen, dass er das überleben wird, bis er da drüben ist. Produkt wird eingesammelt. Da ist wieder ein toter Dinosaurier und zwar hat's Produkt ein. Bequem erwischt an Altersschwäche. Oh, da haben wir ja was total vergessen. Seit ich hier bin, haben sich mir ein paar interessant. Da haben wir jetzt gerade keine Zeit. Wir haben ja noch einen Triceratops im Gebäude, deswegen. Wir müssen uns jetzt gerade ein bisschen um Krisen kümmern. Wie geht's Bärbel? Bärbel ist alles... Geht's wieder besser. Bärbel geht's wieder besser. Das ist gut. Warum sie jetzt betäubt ist, das wäre jetzt nicht nötig gewesen, aber gut. Bärbel bleibt hier. Unterwegs, um Produkt abzuholen. Und Hupsi fliegt drüber. Ich hoffe, er lebt bis darüber. Es ist ja ein ganz schöner Weg, ne? Und bekommt hier auf jeden Fall erstmal Wasser. So, und oh ne. Futterstation Fleisch. So. Damit ist erstmal Hupsi auch dann versorgt, wenn er es denn überlebt. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier ganze Action hier klären können. So. Okay. Unser Fossilienzentrum ist voll gelaufen. Was ist jetzt hier mit dem Strom? Bloß wegen diesem hier haben wir jetzt so ein massives Stromproblem bekommen. Darf doch wohl nicht sein. Wir bauen ein weiteres großes Kraftwerk hin. Sind wir hier nach dem Grid gegangen? Oh ja, sehr gut. Sind unsere beiden Triceratops fertig. Komm, lauf. Lauf. Produktzustellung bestätigt. So, zwei sogar, zwei Triceratops. Die kommen jetzt wieder rüber in unser allererstes Gehege. Ist das wieder auf? Ah, was war das? Da
dass das wieder auf Vollbestückung ist. Unterwegs, um Produkt einzusammeln. Und damit haben wir auch sämtliche Krisen abgewendet. Sammle Produkt ein. Sieht wieder super aus. Wir sind bei der Minute 35. Ist ein bisschen länger gewesen, diese Folge. Aber ihr habt ja mit Sicherheit nichts dagegen gehabt. Wie geht's denn? Ist Hupsi jetzt hier angekommen? Hupsi ist gut. Hupsi geht's gut. Hupsi ist angekommen. Und wie geht's jetzt hier drüben? Bärbel, wo ist sie? Da oben ist Bärbel. Bärbel geht's auch gut. Es wird besser. Steigt und damit sind wir gut und ja, abenteuerliche Folge gewesen, ne? Auch einen Kampf zwischen zwei T-Rex erlebt und so, es hat irgendwo Produkt Spaß gemacht, aber wir haben es dann am Ende doch die beiden getrennt, weil es war nicht möglich, die sind nur die ganze Zeit Action gewesen, ne? Ich würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei seid und ich sag mal, euer Neflatur, bis dann.